Hallo Freunde, ich bin heute echt super nervös. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel, im Thumbnail und vielleicht in dem ganz kleinen Intro vorweg gesehen. Ich nehme euch heute mit auf den Weg von meinem kleinen Transporter hier. Und zwar habe ich mir nämlich bei eBay Kleinanzeigen mal wieder das gute Stück hier gekauft. Das ist ein Schlachter, also im Prinzip Motor ist raus, ist nicht mehr fahrbereit und das Hochdach, was da oben drauf ist, soll bei mir oben drauf. Das heißt, wir haben ordentlich was zu tun, ich lege los und die ganzen Teile, die ich von dem jetzt ausbaue, von dem Schlachtfahrzeug, da packe ich euch mal einen eBay Kleinanzeigen Link unten in die Videobeschreibung, damit ich nicht lange erzählen muss, was da zu verkaufen ist. Da könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr irgendwas braucht, schreibt ihr mir einfach und dann werden wir uns sicher einig. Ich werde euch am Ende dieses Videos auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen, zum TÜV-Geschehen, was der gerne sehen wollte und was er gerne sehen will. Und ich hoffe, das interessiert euch dann auch. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, dass alles gut geht. Als allererstes möchte ich euch mal zeigen, wie das jetzt momentan eigentlich in dem Ding aussieht. Wir haben schon ein bisschen dran geschraubt, also es sieht ein bisschen wüst aus und natürlich ist es ein Unfaller. Das heißt, ihr könnt nicht das Beste erwarten, aber es erwarten euch trotzdem einige Teile, die wirklich interessant sind. Also, auf geht's. Ich hoffe, man konnte einiges erkennen. Es sieht man natürlich ein bisschen gerümpelt aus, ist klar, denke ich mal. Ich werde nochmal alles schick machen und dann werde ich bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen. Was die Kenner unter euch vielleicht gesehen haben, es handelt sich hier um einen T4 Carthago Malibu, nennt er sich. Ich kannte den vorher gar nicht, bevor ich den jetzt gekauft habe. Und auf jeden Fall sehr interessant, ist ein Carthago-Dach, ist ein Schlafdach, das heißt, man kann drin pennen. Das möchte ich auch ausnutzen. Das Bett haben wir schon ausgebaut hier oben drin, das ist alles noch vorhanden, das heißt, das werde ich auch wiederverwenden, neu beziehen, Stoff neu machen. Die ganzen Leisten hier müssen jetzt erstmal ab, auf der Seite haben wir das schon gemacht. Das Hochdach hat auf beiden Seiten so eine schöne Klappfenster, das heißt, man kann Durchzug machen und wie ihr sehen könnt, ich kann hier dicke stehen und das ist eben das, was ich auch nachher möchte und hier oben drin pennen. Das Bett werde ich euch nachher dann, wenn das Ganze dann funktioniert hat, bei mir im Bus zeigen, wie das aufgebaut wird und wie das Ganze aussieht. Also legen wir mal los mit dem Ausbau und euch wünsche ich viel Spaß. So, jetzt das Wochenende gekommen, heute ist Freitag, wir beginnen das Dach jetzt komplett runterzunehmen. Ich habe das schon mal mit einem angespitzten Spachtel so ein bisschen die Klebemasse versucht zu entfernen, weil ich nicht darauf warten konnte, bis der Schneiddraht da ist. Der ist jetzt da, das heißt Dach runter und ein paar Ködel habe ich schon in der Hose, weil das Dach muss ja dementsprechend aufgeschnitten werden. Aber das seht ihr im Folgenden, also viel Spaß. So, ihr habt es gesehen, das Dach ist runter, Oskar ist vorbereitet, wir haben natürlich drin so weit wie möglich alles rausgenommen, ein bisschen was haben wir drin gelassen und haben uns schon mal angeschaut, wo wir schneiden müssen, oben ist natürlich alles runter, Dachgepäckträger und so weiter und so fort, Küche ist raus, ja und jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich ansetzen, also ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen genau messen und so, wo wir schneiden müssen, ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt, ja, es wird ein großes Loch. Nimmst du schon auf? Du musst auch ein bisschen hören, wenn ich schreie oder sowas und schneide, das wirst du doch. Ja. Was ist das für ein langsamer Bohrer? Oh, jetzt. Ciao. Wo schneidest du lang? Erstmal da lang? Ja, die lange Strecke mache ich jetzt. Oh Mann, ich scheiß mich ein. Ach so, warte mal. Ja, ich kann ich jetzt hier nicht haben, ne? Hä? Licht? Ich nehme mal hier. Lichtkamera, Action! Oh. Die Szenerie muss auch mit aufgenommen werden. Geh los! Also hier die Ecke ist auf jeden Fall links, da ist es auf jeden Fall Kabel, ne? Sonst kann das nur Feuer geben. Feuer geben. We'll be right back.
drüber. Ja, Freunde, es hat alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten ja auch das Maß von dem Schlachter sozusagen, also deswegen war das alles irgendwie gar kein Problem. Die Spriegel, die waren ein bisschen schwieriger, aber ich kann auf jeden Fall die Stichsäge empfehlen. Mach die Späne danach ordentlich weg, damit das nicht rostet. Jetzt kommt hier nochmal so ein Rostblocker drauf überall, das haben wir jetzt alles schön abgeschliffen und so. Und ja, ich hoffe, dass es dann auf jeden Fall rostfrei bleibt. Und ansonsten kann man ja immer mal wieder gucken, ist ja kein Problem. Dann haben wir die Seiten jetzt mit Silikonentferner alles sauber gemacht. Dann kommt der Primer drauf. Ich habe extra so einen Sika Primer für das Sika Flex, was ich benutze. Ich benutze Sika 22.1, genau. Und als Klebematerial und Dichtmaterial natürlich für das Dach nachher. Und dann wird das Ganze verklebt und hoffentlich hält es dann. Aber das werdet ihr ja sehen. So, der nächste Tag ist angebrochen, da ich einen Schrotti gekauft habe und der einen Unfall hatte, hat das Dach vorne einen kleinen Ditscher und das wollen wir jetzt noch mit Gasfaserspachtel und Feinspachtel ein bisschen ausbessern, dass das ein bisschen schicker aussieht. Vielleicht wird das Dach ja auch noch lackiert und dann soll das Ganze natürlich einigermaßen schick aussehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe relativ wenig gefilmt für meine Verhältnisse, weil ich einfach wirklich angespannt war an dem Projekt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich habe euch ja immer zwischendurch mal Szenen gezeigt und auch noch ein bisschen was dazu erklärt. Ich hoffe, dass ihr wirklich einiges mitgenommen habt. Wir haben hier vorne, wie ihr gesehen habt, auch noch gespachtelt und an der Seite ebenfalls, weil da waren so kleine Risse, beziehungsweise hier vorne war von dem Aufpraller wahrscheinlich, von dem Unfall, ziemlich großer Riss drin, da haben wir mit Glasfaserspachtel nachgearbeitet. Ganz wichtig fürs Verkleben nochmal, wir haben Spanngurte über das Auto gezogen, so dass wir das Dach richtig, richtig fest hatten und dann das Sikaflex in die Naht eingefüllt und so auch eine Weile stehen lassen, also mit den Zurgurten, und das mache ich jetzt mal ab. Und dann werde ich mal die ersten paar Meter fahren. Alter Verwalter, ich bin gerade so, so happy, dass ich euch das Ganze jetzt endlich zeigen konnte. Die Leute, die mich bei Instagram verfolgen, die Leute, die das letzte Video gesehen haben, die wissen schon, dass das Projekt schon eine ganze Weile in Gange ist. Insgesamt hat es jetzt, glaube ich, 2 Monate gedauert, vom Kauf des Busses bis hierhin, bis ich jetzt hier stehe sozusagen. Ihr seht auch, dass schon ein bisschen mehr passiert ist, aber das folgt in den nächsten Videos. Warum hat das Ganze jetzt ein bisschen länger gedauert? Natürlich. Erstmal war es ein echt großes Projekt, also ich bin mega stolz, dass es geklappt hat. Und das nächste ist, natürlich will der TÜV das auch sehen. Und den Termin hatte ich jetzt diese Woche. Ich habe den TÜV-Zettel hier, habe das Ganze jetzt eingetragen, beziehungsweise muss noch zur Zulassungsstelle und das eintragen lassen in meinen Fahrzeugschein. Aber ich habe es auf jeden Fall abgesegnet, dass das alles richtig so ist, wie es ist. Und vorher wollte ich das Video einfach nicht online bringen, weil ich möchte euch nichts zeigen, was einfach dann nicht TÜV-konform wäre. Zusätzlich zu dem Hochdach habe ich jetzt auch die Wohnmobilzulassung machen lassen. Wenn ihr da noch mal ein paar Infos zu haben wollt, dann sagt einfach gerne Bescheid. Ich kann dazu entweder ein extra Video machen oder es in die Kommentare auch gerne schreiben, weil dazu gibt es ja auch schon einige Videos bei YouTube. Ja, und nochmal, ich bin einfach mega happy, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Ich hatte die Papiere von dem alten Fahrzeug, da stand das Hochdach eingetragen drin. Das war auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den TÜV. Das habe ich zumindest vorgezeigt. Das hat er sich auch extra nochmal kopiert. Und jetzt bin ich einfach happy, dass das Ganze so gut geklappt hat. Und natürlich, wie es so ist, bin ich nicht jetzt 2 Monate nicht mit dem Bus gefahren, sondern ich war auch unterwegs und ich war auch schon mit dem Hochdach unterwegs. Ich bin gut über 3000 Kilometer jetzt gefahren, war in Nürnberg zwischendurch, war bei Mattes in Stuttgart und habe meine ersten Nächte auch hier oben schon verbracht, was echt sahnemäßig war, kann ich nur sagen. Und ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe und ich habe alles richtig gemacht. Es gibt natürlich die andere Variante noch, die auch vermehrt in den Kommentaren beim letzten Video stand mit dem Aufstelldach. Aber für mich war das einfach die Lösung, die für mich perfekt passte. Und was sich bis jetzt auch so rausgestellt hat, dass ich alles richtig gemacht habe. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ich versuche natürlich alles zu beantworten, was ich kann. Und falls viele Fragen aufkommen, dann werde ich nochmal ein extra Video dazu machen.
Tatsächlich werden auch noch zwei Videos zu dem Thema hier folgen. Und zwar ist es einmal die Innenausstattung und einmal was außenrum natürlich noch passiert. Und dann in einen von den beiden Videos werde ich auch noch auf jeden Fall mit reinbringen die Kosten des Ganzen, weil ich habe alles wieder versucht, so kostengünstig wie möglich zu lösen, um euch auch mal zu zeigen, wie das Ganze laufen kann, wenn man vielleicht Glück hat, vielleicht einfach auch mal sich bemüht und ein bisschen Zeit investiert, das Ganze umzusetzen. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch mein neues Spielzeug präsentieren. Ihr habt es vielleicht im Video schon gesehen. Es gab ein paar neue coole Aufnahmen und ich hoffe, dass in den nächsten Vlogs auf jeden Fall richtig was bei rumkommt. Und zwar habe ich mir zu meinem Abschluss der Bachelorarbeit eine DJI Mavic Air gekauft, beziehungsweise habe einen Teil von meinen Eltern und meiner Freundin geschenkt bekommen und den Rest selber dazugelegt und hoffe, euch damit einfach noch wesentlich, wesentlich geilere Aufnahmen zu bieten. Und ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch drauf, mit Oscar so loszufahren, mit den neuen Aufnahmen. Und ich hoffe, ihr könnt mich jetzt vielleicht auch ein bisschen besser erkennen auf der Autobahn, weil jetzt bin ich ja doch ein wenig mehr auffällig als vorher. Und ja, haltet mich doch einfach gerne an. Und ansonsten hoffe ich einfach sehr, dass euch das Video gefallen hat. Falls es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Ausbau und den Umbau des Hochdaches nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!